Herzlich willkommen auf dem Hobbybauernhof Ober der Jucht in der Eifel. Die Zukunft der Artenvielfalt könnte in Kleingärten und bei Kleinbauern liegen. Die Eifel ist der linksrheinische Teil des rheinischen Schiefergebirges. Zwischen Mosel und Kölner Bucht setzt sie sich nach Westen fort in den Ardennen. Das wellige und waldreiche Hochland wird durchzogen von einzelnen flachen Bergrücken härteren Gesteins wie Hohes Venn und Schneeeifel. Die südlichen und östlichen Randlandschaften sind durch tief eingeschnittene Täler charakterisiert. Die Hauptflüsse zur Mosel sind Kyll, Lisa, Alf und Elz, zum Rhein Ahr, Brohl und Nette. 5300 Quadratkilometer umfasst die Eifel und versorgte einst mit Quellwasser die römischen Städte wie zum Beispiel Köln und Bonn. Der karge, lehmhaltige Boden mit atlantischem Meeresklima sowie die relativ hohen Niederschlagsmengen sind prägend für die Region. Die Winter sind mäßig kalt ausgedehnt und teilweise schneereich, die Sommer oft feucht und kühl. Die vorherrschende Windrichtung ist West-Südwest. Und genau hier, in dieser Region, starten wir 2019 das Projekt Hobbybauernhof Ober der Jucht. Zwei Berliner Großpflanzen wagten damals den Schritt in Richtung Selbstversorgung und wollten gleichzeitig die alten Artenvielfalt stärken. Auf 7500 Quadratmetern schaffen wir seitdem ein artenreiches Naturparadies. Unsere einzigartigen Schafe aus alten Haustierrassen grasen mittlerweile auf einer frisch angelegten Streuobstwiese, welche nun alten Obstsorten eine Schutzheimat bietet. Und seit 2024 sorgt ein 2 Meter breiter Schutzstreifen aus Weiden- und Haselnusssträuchern für einen natürlichen Rückzugsraum für Insekten und Vögel. Die Schafweiden wurden von uns in 4 große abgegrenzte Weideflächen eingeteilt, um die Weidewirtschaft zu vereinfachen, was man auch hier schön auf den Bildern sehen kann. Da hier einmal der Blick auf den Hof Ober der Jucht. Gesunder Mix aus alten Haus- und Rassen wie Pawloskaja, schwedisches Blumenhuhn und ostfriesischen Löwen und weitere bereichern den Hof. Auch ein Imker sorgt auf dem Hof mit seinen Bieten für die gute Bestäubung der Obstbäume. Und unsere Kompostwirtschaft bereichert den Boden und aktiviert das Leben. Und bietet Spitzmäusen und anderen Gartenbewohnern damit eine Lebensgrundlage. Unser Mix aus alten Schafrassen wie Skudde, Milchschaf, Landmerino und Kleinforst bieten eine perfekte Mischung für unseren Standort. Eine alte Hausrasse wie zum Beispiel die Warzenenten sind perfekt auf die regenreichen Zeiten im Jahr angepasst. Daher hat auch diese einen Ort bei uns gefunden. Und auch in der Kükenaufzucht sind diese Enten natürlich unschlagbar fürsorglich. Der lehmhaltige Boden entwickelt sich bei uns bei Starkregen zu einem regelrechten Entenparadies. Daher sind sie die idealen Bewohner.
wenn der Winter und die Regenzeit vorbei ist, dann beginnt auch wieder das Leben bei uns auf dem Hof. Und die ersten Lämpchen werden geboren. Auf natürliche Weise fördern unsere Schafe als Wiederkäuer eine Bodenverbesserung durch ihren Kot und ziehen dadurch zahlreiche Pflanzen und Tiere an und bieten ihnen eine Lebensgrundlage. Hier auch ein Taubenschwänzchen wärmt sich schon bei uns im Frühling auf einem Stein. Und auch die Hühner dürfen bei uns noch frei auf der Wiese laufen und sich selber das Futter aussuchen. Und auch die Bienen finden bei uns im Naturteich noch eine natürliche Wasserquelle. Wenn euch das gefällt und auch die Artenvielfalt, dann lasst ein Like da und aktiviert die Glocke auf dem YouTube-Kanal Eifelfilm.